Into the Multiverse Part 3. Wir schauen uns jetzt den dritten Teil an. Das Spiel ist immer noch nicht fertig, also der Mod. Nein, der Mod vor allem. Das ist erstens heißt es mal die Mod, die Modifikation und zweitens ist es die Custom Map. Also schauen wir uns Part 3 an. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sind das letzte Mal so ein schwarzes Loch runtergefallen und unten ist der Würfel liegen geblieben, aber ich nicht. Was wohl passiert? Wow. Das sieht aus wie eine kaputte Sprungplatte. Hallo. Muss ich hier drauf oder? Ich bin nett. Ein netter Mensch bin ich. Was soll ich mitnehmen? Bin ich blöd oder was? Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Außer halt survival, das übliche halt. Nicht zerquetscht werden. Was nicht möglich ist wahrscheinlich. Ich habe gerade geguckt, aber... Also ich muss dann da hochrennen und ich kann das Toilet wahrscheinlich nicht mitnehmen. Oder? Ja. Ja, ja. Aber das hat mir jetzt Schaden gemacht, das Ding. This is not good. Okay. Ja, ja, kannst ja mit. Ist ja okay. Ich nehme dich schon mit, keine Angst. Du hältst ja wenigstens zu mir. Oh Gott, ist das gefährlich. Theoretisch, praktisch ist es, glaube ich, nicht so gefährlich. Na dann, Alpha-Männchen. Ich soll da oben drauf oder was? Warte ich mal, bis es runtergefahren ist. Die Musik, ey. Das ist eine typische Portal 2 Musik. Aha, jetzt soll ich also... Ich glaube, jetzt wurde ich auch... Ja, jetzt kann ich da auch gar nicht mehr runterfallen. Also, von daher... hat sich das geklärt. Alter. Die scheiß Map. Ich hasse das, wenn Maps mir versuchen zu helfen. Das ist immer blöd. So, was passiert jetzt? Geht's jetzt wieder hoch oder was? Anscheinend. Ich stelle mich mal mit drauf. Und bin mal gespannt. Du, Turret, sei lieb. Ich habe dich extra mitgenommen, also mach keinen Scheiß jetzt. Ein großer Pfeil nach oben. Das könnte richtig sein. Mit Norman Map. Sogar zwei große Pfeile. Und das hier ist die Röhre, aus der ich rausgefallen bin. Also es erinnert mich sehr stark an diverse Portal Mods. Momentan eher an The Flash Version, Map Pack. Ja. Ist auf jeden Fall lustig. Macht Spaß, aber es ist auch so ein bisschen what the fuck. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier oben.
Und es gibt hier keine Portalflächen, oder? Ganz hier oben. Oder doch? Ich kann leider nichts sehen. Wow. Oh. Ja, dann hat sich das auch erübrigt und ich habe das Sword nicht mit dabei, aber Pech gehabt. Man kann ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Auch wenn das hier mehr so eine Flucht ist. Ach, das ist ein Turret, das ist doch egal. Und jetzt steht wahrscheinlich in den Kommentaren, du hättest es mitnehmen sollen, es gäbe einen extra Spruch. Ja, schön. Alter, hast du mich erschreckt. Das sieht hässlich aus. Okay, die Röhre ist ganz schön dunkel. Ja, und jetzt? Das ist eine Ragdoll. Yay. Oh, jetzt habe ich mich... Ich habe mich verkeilt zwischen dem Kerl. Da muss ich mal ganz kurz mich da mal befreien, ne? Das, So, mal kurz raus. Wieder rein. Und, Cheats wieder aus. Nicht, dass einer sagt, ich hätte gecheatet, aber ganz ernsthaft, was ist denn das? Muss ich hier drauf, oder... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Gibt es hier irgendwas Spannendes, was man machen kann? Ich sehe hier nämlich nichts. Absolut nichts. Ich kann hier auch auf nichts draufklettern oder... Alles nicht so wirklich sinnvoll. Wo muss ich denn hin? Ich kann hier auch nichts mehr drücken. Hä? Entschuldigt meine Frage, aber hä? Ich bin nicht, also hä? Was mache ich hier überhaupt? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo muss ich hin? This end up. Ja, das ist für, Hinweis für die Kiste, nicht Hinweis für mich. Du hilfst mir ja mal so gar nicht weiter. Oder muss man sich bei dir reinglitschen in irgendwas? Oder ist hier irgendwas, was ich nicht sehe? Stell mal das Gamma ein bisschen höher. Ich sehe echt nichts. Brightness. Ja. Ein bisschen heller. Ach, so sieht's ja aus. Nee, ich hab. Also, ja, ein bisschen mehr sehe ich, aber. Ja, soll ich da rein? Unwahrscheinlich. Ich bin... What? What? Ich kann das Ding ja auch nicht mehr runterfahren. Das heißt, ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wirklich gar keine. Ist ja nicht mal ein Rätsel. Ich suche hier einfach nur gerade einen Weg. Oder ist Wegsuchen schon Rätsel? Sind wir schon so weit, dass Wegsuchen und Rätsel gleich... Ist es ein... Warte mal. Fehlt da ein Stück Wand? Nee. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre mir nicht aufgefallen, aber... Ich finde es übrigens schön, dass diese Teile hier wieder verwendet werden von Leuten. Die gab es ja in Portal 1 zuhauf. Portal 2 dann gar nicht mehr. Extremst auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Kann ich denn hier irgendwas an dem Ding machen?
Epische Science Dummy. Ich kann hier auch keine Portale schießen und nichts. Das Einzige, was ich schießen kann, ist hier. Kann ich da irgendwie reinschießen? Ist da hinten irgendwas? Nee. Ist sonst irgendwo irgendwas? Nee. Was ist hier mit Stecker ziehen und so? Auch nicht. Hä? So viel zum Thema. Man sieht keine Kanten in der Textur. Das ist, deswegen soll man die Textur immer auf volles Größe stretchen, damit, sowas nicht entsteht. Übrigens, das ist nur so. Ja. Das, schießt mich auch nur wieder... Ey, komm. Das schießt mich auch nur wieder da hoch. Das heißt, wirklich hilfreich ist es nicht. Das ist unpraktisch, möchte man meinen. Leicht unpraktisch. Sehr leicht. Okay, es ist sehr unpraktisch. Ey, ich will da hoch, Mann. Ich scheitere schon am Hochspringen von irgendwas. Wie soll ich da irgendwelche Rätsel lösen? Die sind ja nicht mal Rätsel. Das ist jetzt einfach nur ein Raum und ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Das ist wie bei dem... Ah, wie heißt das? Auch so ein Portal 1 Map-Dingens. Hier ist nix, gar nix. Ich bin gleich so verzweifelt, dass ich Noclip verwende. Dann ist alles vorbei, wenn ich Noclip verwende. Was ist eigentlich das hier? Kann man das wegschieben? Ist das irgendwas dahinter? Nee. Ich bin echt verzweifelt. Ist hier eine Tür, an die ich drankommen muss? Sorry, aber das ist jetzt also... Ich muss mir mal kurz ein Bild machen, ob es da noch weitergehen soll, weil ich... Wenn ich das hier... Okay, ich gehe mal hier rein, ne? Hier hin. So, hier ist es tot. Hier oben gibt es offensichtlich keine Portalflächen. Hier bin ich da runtergefallen. Also ich soll hier oben lang klettern. Oder soll ich da durch, hä? Oder soll ich durch die Röhre hier? Nee, das kann nicht sein. Nee, ich soll hier raus. Wie auch immer das... Ah, deswegen brauchte ich das Turret. I see. Ja? Ja? Okay. So, du kommst mal mit. Kommst du runter? Geht das? Warst du da durch? Ja. Das klang gerade wie Cartman. Also das Ding darf nicht ins Wasser kommen. Okay. Also, ich muss das Turret mitnehmen. Ich hab's... Okay, okay. Okay, ich hab's jetzt. Sehr schön. Das Zeug muss hier oben sein. Jetzt ist, ich mache auch wieder Cheats aus. Ich hab mir ja nicht wirklich was gespoilert. Das tut mir echt leid, aber ich hab keine Ahnung gehabt, was ich machen sollte. Wahrscheinlich war es euch sofort klar, ja, nimm doch das Turret mit, aber ich kam ja nicht mehr in das Turret ran. Das ist ein Level-Design-technisches Problem. Man muss halt dann irgendwie dafür sorgen, dass der Spieler das eben nicht kann, weil sonst ist das Rätsel im Arsch. Und Rätsel sollte man auf mehrere Möglichkeiten lösen können, durchaus. Aber man sollte sich nicht verbauen können, weil ganz ernsthaft, ich hätte das Turret da jetzt nicht mehr bekommen. Ich käme da nicht mehr hoch, weil die Buttons haben ja auch nicht mehr funktioniert für hoch und runter. Ne? Das nur so nebenbei. Aber gut. Tut mir übrigens leid, dass ich SV-Cheats genutzt habe. Ihr wisst, ich mache das nicht gerne. Bin kein großer Freund davon. So. Aber was muss, das muss. Und in diesem Fall musste es, weil wir wollen ja auch ein Endergebnis haben, ne? Sonst renne ich hier die ganze Zeit im Kreis rum. Die Videos werden immer länger und länger und länger. Und am Ende lade ich so eine halbe Stunde Video hoch und mache eigentlich nichts außer im Kreis rennen. Bin mal gespannt. Turret, schau mal.
activated. Are you still there? Who's there? Hello, Ben. Please put me down. Finally. Gotcha. Finally. Malfunctioning. Ja, jetzt komm mal mit. Und stirb. Sorry. Okay. Activated. Ja, ein Farbenrätsel. Also Farbe. Farbe ist immer relativ. Das hier ist Wasser, ne? Ja. Boing. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin soll. Ich mach das hier jetzt ja gerade nur, damit ich hier Portale setzen kann. So. Wo muss ich denn hin? Das ist etwas, was ich bei dieser Map kritisiere. Ich muss wahrscheinlich hier hoch. Dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Aber ich weiß, wie ich erreichen kann, dass ich da hinkomme. So. Ja, genau, das ist das richtig. Ups. Jetzt. Ah, nee. Ah, blöd. Warte, ich habe doch hier noch einen Splash. Kann ich den nicht nutzen? Genau. Jetzt habe ich hier nämlich weiße Fläche und kann jetzt genau diese Fläche etwas bemalen. Mit blauer Farbe. Und dann renne ich da irgendwie durch und dann ja. Wird schon schief gehen. So. Ja, dann auf, komm. Ich hoffe, ich habe das... Ich bin voll mit dem Zeug. Ich habe das soweit richtig gelöst. Hoffe ich doch mal. Ja, da kommt immer wieder Farbe durch. Das will ich eigentlich nicht. So, und jetzt, ich probiere es einfach mal. Ich renne jetzt da durch und dann... Gehen wir weiter. Und... Ja, cool, hat funktioniert. Sehr, sehr schön. Schön viele Rohre.